Ich muss den Haken wahrscheinlich Ich könnte an runterlassen. dem Haken ziehen und so den Kran. Ich muss den Haken runter machen, oder was? Wieder einstecken, da hängt er. Ich wusste. Ich will aber nicht, dass er da nur irgendwie rumhängt. Was bringt mir das Ganze denn jetzt? Gibt's jetzt eine Rätselhilfe? Rätselhilfe! Hier steht diese Informationstafel im Weg. Die kriege ich allerdings nicht weg. Der Spiegel hängt hier irgendwie total komisch. Und ich habe keine Ahnung, was mir das bringen soll. Zu leicht, um den Spiegel in seiner jetzigen Position irgendwie verändern zu. Lege ich das Stoffsäckchen drauf. Wunderbar, ja! Und jetzt? Ich mach den. Sag mal, ist sie dumm? Der Laserstrahl zeigt in die Ruinen. Nein, 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 geh. Der Laserstrahl zeigt auf den Gesteinshaufen dort vorne. Was ist denn nun los? Sind die beiden. Egal, ich weiß. Was soll ich machen? Jetzt nehmen wir erstmal wieder Wieder Spiel. einstecken? Eine Wasserwaage mit einem Integrierten. Dann werden wir doch jetzt mal dem David Correll Bescheid sagen. Hallo, guck mal! Ich hab was gefunden! Wie der das auch nicht Haben gemerkt hat, Sie dass schon wir was diesen rausgefunden? Ich Laserstrahl glaube, gemacht wie lange haben. brauchen. Wenn ich ständig. Schon gut. Sag mal. Dass die nicht einfach mal Teamwork machen können und miteinander reden können. Guck mal, ich hab was gefunden. Guck mal. Die Laserstrahl und Steine sind so. zum Teil so. Sprechen wir mit ihm. Kann ich noch mal stören? Ich hab den. Bla 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 bla. Sie suchen. Klar. Wonach genau? Alles, was. Aber unter dem. Keine Sorge, ich hab schon schwer. Oh, ob. Ich überlasse. Okay. Und wenn wir jetzt einfach den Alubecher hier hinlegen und sagen, guck mal, da ist was, da musst du weggraben, dann wird er uns sicher helfen. Nun liegt er. Hallo, hallo, guck mal. Kann ich noch mal stören? Ich hab den Stab. Sie suchen doch bestimmt. Ja, natürlich. Haben Sie was gefunden? Ja, Ich bin ja. nicht sicher. Da hinten in dem Geröllhaufen. Ja. Wo? Wo genau? Führen Sie mich hin. Oh. Räumt den Schutt weg. Räumt den Schutt weg. Tatsächlich, da unten glitzert etwas. Ich werde schnell meine Ausrüstung aus dem Auto holen, um den ganzen. Jo, mach, renn. Renn. So, das hätten wir geschafft. Ich kenne mich mit diesem historischen Kram leider nicht aus. Aber ich werde den Pokal mal bei meinem Fachmann vorbeibringen. Und was ist mit mir? Was soll mit Ihnen sein? Bekomme ich keine Belohnung? Nein. Doch, klar. Sobald ich es verkauft habe, bekommen Sie, sagen wir, 20%. 50. 30. 40. 35. Okay. Gut, dann warten Sie hier. Ich bin bald wieder da. Wunderbar. Früher hatten die Grabräuber wenigstens noch ein bisschen Sachverstand. Andererseits, es gibt so viele Leute, die von ihrem Job keine Ahnung. Zumindest habe ich jetzt freien Zugang auf die Wand, auf die der Laserstrahl gezeigt hat. Und die schlagen jetzt ein. Da hinten geht's. Okay. Dann eiserner Ring. Ich werde mal dran ziehen. Ich sehe da gar Der nichts, da war es nur Laserstrahl hat Schaden. genau auf diesen Raum gezeigt. Dementsprechend besteht durchaus Grund zur Hoffnung, dass sich der von Schwester Elise versteckte Schlüssel hier irgendwo befindet. Dann wollen wir uns mal auf die Suche machen. Spannung. Holzplatte.
Auf der Holzplatte befinden sich eingedrückte Knöpfe mit Buchstaben. Das erinnert mich an etwas. Und ganz links noch eine einzelne Vertiefung. Vielleicht ein Mechanismus, um an das von Elise beschriebene Versteck zu kommen. Aber warum sind die Knöpfe eingerastet und lassen sich nicht drücken? Fehlt mir da noch irgendwas, um die da wieder rauszukriegen? Das erinnert mich doch hieran. Diese Skizze lag dem Brief von Schwester Elise. Aha. Ja, aber dann brauchen wir irgendwas, um das in die Vertiefung reinzustecken. Da passiert nichts. Ja, okay, dann müssen wir erst noch was anderes. Weinfass. Das Fass ist, wie alt das Fass wohl sein? Steinscheiben. Drei Steinscheiben und ein paar Knöpfe. Offensichtlich ein Mechanismus. Die Frage ist nur, warum haben die Steinscheiben unterschiedliche Farben? Oder muss ich die Löcher irgendwie in eine bestimmte Position bringen? Vielleicht übereinander? Oder spielen die Zahlen eine Rolle? Und wenn ja, welche? Dreht sich gleich alles mit. So. Geschafft. Ah. Dadurch, dass die Löcher jetzt alle übereinander stehen, kann man die dahinterliegende Nische sehen. Und da liegt ein Ring. Gut, dann werden wir wohl den Ring hier einsetzen müssen in die Holzplatte. Auf der Holzplatte befinden sie... Aber warum sind... Der Ring passt perfekt. Und die Knöpfe... Ich glaube, Sie verkennen den Ernst der Lage. Wir sind nicht zum Saufen hier. Während Sie sich mit alten Weinen vergnügen, Wein. Habe ich in der Zwischenzeit die Plakette entziffert. Und? Irgendwelche Hinweise? Nein, ja. Gar keine. Aber ob die uns wirklich weiterhelfen? Ich höre. Eigentlich steht da nur, dass es sich bei der Statue um den heiligen Austrebert von Rouen handelt. Austrebert von Rouen. Der Erzbischof, dem zu Ehren die Stadt Gatineau gegründet wurde? Genau. Woher wussten Sie? Allgemeinbildung. Sowas weiß man doch. Ich bin beeindruckt. Nein, Informationstafel. Nein, hilft uns vermutlich auch nicht weiter, oder? Wer weiß, ich behalte es mal im Hinterkopf. Auf der Plakette steht... Nein, nur... Austrübe. Wer weiß, vielleicht nützt uns diese Information doch... Ich werde es... Okay. So... Ich glaube, das war nicht das Richtige. Einer von vielen Knöpfen mit Buch. Hat sich so angehört, als wäre der Mechanismus zurück. Wunderbar. Okay, ich sollte das Ganze vielleicht auch mit mehr System machen. Jetzt ist nur die Frage, welches ist. Liegt das richtig rum, das Ganze? Ich denke schon, oder? Dann... Okay...
Oh Gott, nee, das macht mich ja total kirre. Wie hieß der? Er macht einen. Können Sie mir kurz. Klar, warum? Diese merkwürdigen Buchstabenknöpfe an dem Fass. Nur Mut. Bislang haben Sie alle noch so. Okay, dann. Ich glaube an Sie. Auf der Plakette. Nein, nur dass die Statue den heiligen Ostrebert von Rom darstellt. Ostrebert. Ostrebert. Wer weiß? Ich werde sagen. Austrebert. Hä, das macht aber auch gar keinen Sinn hier. Nee, das macht wirklich überhaupt keinen Sinn. Gib mir jetzt echt ein bisschen Denksport auf. Aus. Ich glaube, das war schon falsch. Hat sich so angehört. Meine Güte. Aber wo muss ich? Ich guck mal ganz kurz hier in die Rätselhilfe. Ach nee, gibt's nicht. Oh, wunderbar. Diese Skizze lag der. Hat sich so angehört, als. Ach, ich kann mit dem Ring den Mechanismus zurücksetzen. Super Sache. Aus. Ja, okay, ich 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Okay, ja, das passt schon. Ah, das sollte gehen. Das auch. Aber dann muss ich hier hoch. Hä? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Das ist der. Von dem kann ich hierhin. Nee. Aus. Okay, so glaube ich, stimmt's auch nicht. Hat sich so Zurücksetzen, bitte. angehört. Ja. Wie viel A's haben wir denn? Nur zwei Stück. Also, wenn ich damit anfange, hier, dann kann ich hier rüber, da und dahin. Wenn ich hier bin, dann kann ich entweder zu dem R oder zu dem S. Ich muss ja aber eigentlich zu dem S. Dann komme ich aber wieder nur zu dem U. Und das macht keinen Sinn. Okay. Da komme ich zu dem U, dann dahin, dann komme ich wieder nur zum U. Das macht ja auch keinen Sinn. Macht wirklich überhaupt keinen Sinn. Oh. Ach, warte mal. Aus. Jetzt hänge ich wieder fest. Hat sich so Nochmal. angehört. Ja.
aus T. Jetzt muss ich zu einem E. E. B. E. Habe ich wieder fest. Hat sich so angehört. Oh Gott. Okay, ich würde mal sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.